dann woanders wieder treffen. So, das bedeutet, als nächstes machen wir erstmal, genau, Turmbasis, muss ich dahin zurück? Turmbasis? Eigentlich schon. Machen wir demnächst. Ne, wir machen jetzt erstmal Magieleser, genau. Erstmal diese komischen Hunde müssen wir jetzt töten und wir müssen dann noch irgendwo anders hin. So, aber jetzt schnappen wir uns erstmal genau hier die doppelköpfigen Hunde und hauen erstmal einen ordentlichen Pfeil rein, so 150 Schaden. Das hat ihn jetzt nicht sonderlich viel gestört, so, dafür gibt es jetzt direkt noch etwas hinterher. So, komm ruhig angerannt und laufe meine lähmende Falle. Meine lähmende Pfanne. Haha. So, jetzt noch ein paar Pfeile auf die Rübe gehauen. Und schon hat es sich, ja, für diesen Hund erledigt. So. Dann haben wir hier noch ein graviertes Fragment. Das können wir auch noch mitnehmen. Wir ziehen die Kraft daraus. Und geschafft. Ja. Eine sehr lustige Stimme habe ich meinem Charakter gegeben, stelle ich immer wieder fest. So. Ja, ich weiß, es ist ein bisschen langweilig, hier mal dieselben Skills, aber das wird sich ja bald hoffentlich ändern, wenn wir mit Stufe 8 dann auch wieder neue Fähigkeiten bekommen. So, aber erstmal heißt es hier noch diesen Kromos töten. Bams, 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 bams und Sprungbam! Ja, leider kann ich nicht während des Springens schießen, sehr schade. So, verdammt, nicht jeder von ihnen droppt den gewünschten Magieleser. Und ich merke, wie mein Hals gerade etwas trocken wird. Deswegen kämpf du mal alleine weiter. Ich versuche hier neben mir krampfhaft die Flasche mit Cola zu öffnen, verschieße mich dabei. Ach man, das ist immer alles... Ach, genau. Oh, ihr wolltet zu Golas Freundesliste hinzugefügt. Ja, der gute Golas scheint wohl das Let's Play zu gucken. Und hat mich jetzt mal als Freund hinzugefügt. Na, ist ja auch nicht schlecht. So... 1, 2, 3 und jetzt fall doch endlich um. So, endlich kann ich hier meine Flasche aufmachen. Prost, liebe Leute. Ah, ein kleiner Schluck nebenbei ist schon manchmal gar nicht mal so schlecht, weil ansonsten fängt der Hals irgendwann an zu brennen. Das ist auch schon der nächste Kromos. Aber nicht schlecht. So, den erledigen wir jetzt hier mit voller Kraft und reingeschossen hier. So, lähmende Falle legen wir noch nebenher. Kann man hier immer wieder mal machen. Ah, okay, der Kombo zu lebende Falle wäre also der Rückschritt. Und den haben wir direkt noch niedergeschlagen. So. Grüß den Teufel von mir. Tschüss. So, 3 von 6. Haben wir dann auch bald erledigt. So, da hinten ist auch schon der nächste von den Kumpels. Bam, Abschuss. Und einen Schritt zurück. Ich sollte jetzt hier keine Falle legen, denn ansonsten, ja, kommen auch noch die Noruks und schlagen auf mich ein. Und das ist mir dann ein bisschen zu stressig. Und ich sehe gerade, ich mache gleich nur mit dem Töten der Kromusse hier ein Level Up. Das ist gar nicht mal so übel. So, Abschuss und Level Up gegangen. Juhu, Stufe 8. Glückwunsch. Ja, das heißt, wenn diese Quest beendet ist, kann ich mich auch direkt eigentlich daran machen. So, by the way, muss ich ja auch noch hier diese Fragmente sammeln. Kann ich mich auch direkt daran machen? Ach, hier ist ein... Ah, das sind also diese Orkaner. Ah, gut, der greift mich nicht an. Ich kann jetzt hier in Ruhe das gravierte Fragment rausziehen. Dann kann ich mich nämlich daran machen, neue Fähigkeiten zu lernen. Oh, ja, ich glaube, der hat es hier auf den Orkaner abgesehen. Gut, aber so weit bin ich noch nicht. Ich muss hier erstmal so da vorne diesen Kromos fertig machen. Und er ruft wahrscheinlich nach Hilfe oder nach seiner Mama. Und bam. So, nebenbei noch einen reingehauen. So. Ich sehe gerade oben, blinkt gerade nochmal das Fragezeichen. Das liegt dann aber auch bestimmt daran, dass ich zu einer Freundesliste hinzugefügt wurde. So. Wir stapfen weiter durchs flache Gras und schnappen uns hier den letzten Kromos. Abschuss. So. Ja, irgendwie mache ich jetzt weniger Crit-Schaden. Das ist natürlich nicht so schön. Aber ich bin ja auch noch sehr niedrig im Level. Da kann man auch nicht erwarten, hier gleich der Oberzerberster Klaus zu sein. Und... So. Gute Nacht. Schlaf schön. So, genau. Ah, wir haben noch einen neuen Rhombus bekommen. Den kann ich mir auch gleich nochmal genauer angucken. Jetzt
Brauche ich aber bloß noch die Fragmente und die würde ich schon eigentlich ganz gerne noch vorher holen. Muss nur eben abchecken, ja, wo die sind. Da vorne sehe ich noch eins. Und ich brauche noch, ja, von den... Ah, hier sind die Felsenkletterer. Die Quest kann ich eigentlich auch noch direkt mitmachen, weil sonst müsste ich jetzt quasi wieder zurückkommen. Ah, hier haben noch ein Erz, das kann ich noch abbauen. So. Das Sammeln gescheitert. Dann nochmal. So, hier Minecraft-mäßig. Schön auf dem Stein rumgehauen. So, sammeln erfolgreich. Geist sammeln beeinflusst eure Fähigkeiten im Bergbau. Stufe 1. Sehr schön. So, dann kann ich auch direkt hier mal die Runde starten. So, ihr blöden Felsenkletterer. Spürt den Zorn eines Bogenschützen, der euch soeben noch alle gelähmt hat. So. So, verdammt, verdammt, verdammt. Ah, zum Glück muss ich nicht nur die Großen töten für die Fragmente, sondern bekommen die auch noch von den Kleinen. So. Ja, brauche auch nicht mehr so viel davon, bloß nur noch 6 Stück. Und kann ja auch noch nebenbei hier ein bisschen was abbauen. Und kann ja auch noch nebenher noch diese Fragmente. Also kann ich gerade richtig schön viele Quests nebenher machen. Sowas mag ich ja. So. Ah, noch ein paar Bümmchen werfen. Bams hier. Und einen Schritt zurück. Alle markiert. Abschuss. Und noch ein Schuss. Jeder Schuss ein Treffer hier. So. Ich brauche zum Glück dann nur noch 3 von den Stiefel der ersten Expedition. Oh je. Könnte ich mir auch nochmal gleich genauer angucken. So, aber erstmal hier. Zack. Das Fragment Gold, davon brauche ich dann bloß noch eins. Hier ist noch ein bisschen Kristallerz. Kann ich noch ein bisschen drauf rumkloppen. So. Und Bams. So. Da hinten auch direkt nochmal. Ja, und dann sehen wir, hier sind wir auch schon ganz nah am, ja, letzten Gebiet des Startgebiets. Denn da unten geht es gleich nochmal richtig zur Sache. Ihr habt einfach Minenarbeiter errungen. Juhu, ja, Crafting, ohne dass man es eigentlich möchte. So, denn hier unten, ja, da haben wir quasi ein ganz dunkles Gebiet und dem ist auch die erste Expedition zum Opfer gefallen. Aber dafür sind wir noch ein bisschen zu schwach, liebe Leute. Deswegen wundert euch bitte nicht. So, noch eine Sonnenessenz können wir hier rausziehen. Das mache ich jetzt auch noch nebenher. Ich weiß zwar noch nicht, was ich mit den ganzen Materialien anfangen soll, aber irgendwas wird sich da bestimmt schon noch ergeben. Zumindest in diesem dunklen Gebiet, dem fiel ja die erste Expedition zum Opfer. Und wieso sagt ihr mich gerade, ich soll die Spieler in eine Gruppe einladen? Ja, egal, jetzt kommen wir mal zurück zu diesem dunklen Gebiet. Zumindest dem fiel die erste Expedition zum Opfer. Da unten geht es auch richtig bergab, wollte ich sagen. Ja, bergab geht's auch, denn wir müssen da nämlich runter. Aber da geht es auch richtig ab, wollte ich nämlich eigentlich sagen. Schon in der Beta haben wir ja gemerkt, dass dort die Monster viel mehr Schaden austeilen. Und ja, die auch viel mehr Lebenspunkte haben. Das heißt, da ist man schon ordentlich am Rumfighten. So, und jetzt hier noch ganz schnell noch Bam-bam-bam-bam. Magieleser habe ich alle. So, ich brauche nur noch ein Reliquien. Ein Reliquienfragment. So, das werde ich mir dann einfach von den Kumpels hier holen. Ja, man muss immer gleich die ganze Bande töten. So, ah ja, damit habe ich jetzt auch die Quest eigentlich schon abgeschlossen. Muss hier quasi bloß nur noch ja, die Gruppe tot machen. Hab dann auch schon wieder alle offenen Quests beendet. Das finde ich sehr gut. Es geht hier sehr, sehr zügig voran. So, noch ein Herd. Oh, 610. Mensch, da habe ich ja gerade mal ordentlich hier ausgeteilt. Und dann können wir auch wieder zurückgehen. Ja, und können hier die Quests abgeben. So. Ja, die eine Quest ist wiederholbar. Wenn ihr also noch ein bisschen hier rumleveln wollt, könnt ihr das machen. Allerdings, wenn ihr alle Quests erledigt, sollte eigentlich das Startgebiet ausreichen, dass ihr die benötigte Stufe 11 erreicht, um es am Ende auch verlassen zu können. So, jetzt gibt es erstmal hier ein bisschen Erfahrung und ein paar Handschuhe. Dann gibt es hier noch nochmal Erfahrung und ein bisschen Geld. Ah ja, die Quest ist ja wiederholbar, aber machen wir jetzt erstmal nicht.
Dann gibt es von Jahan, gibt es auch noch ein bisschen, oh, richtig viel Erfahrung sogar, 1700, ne? Damit habe ich ja schon wieder fast die Hälfte auf die nächste Stufe voll. Und genau, haltet genau, am Jurian-Schrein muss ich und ich muss sowieso noch zur Turmbasis. Das passt gut, denn ich wollte jetzt ja eh erstmal zurück. So, sicherer Ort, da hatte ich gehabt, ne, das ist Talisman des Ansturms. Warte ich nochmal, hier sicherer Ort, hier ist sicherer Ort, genau. Ab zurück zur Turmbasis und wenn ich dann wiederkomme, dann kann ich direkt da oben zu dem Schrein gehen und vorher schaue ich nochmal, was ich alles an neuen Fähigkeiten zur Verfügung habe, die ich jetzt lernen kann. Und danach würde ich sagen, gehen wir hoch zum Schrein. Das machen wir heute noch alles hier. So, jetzt haben wir nämlich hier erstmal die Quest zum Abgeben bei dem Namen, den ich eh nicht aussprechen kann. Sonderzustellung. So. Genau, Sonderzustellung, lasst euch zusammen mit dem Rindchen von der zurück zu Lerns Außenposten teleportieren. Super Sache, das werde ich dann auch direkt demnächst mal in Angriff nehmen. Aber vorher brauche ich auch noch ein paar neue Fähigkeiten. Ich weiß, hier in der Nähe war eigentlich noch ein Lehrer gewesen, aber ich weiß auch gerade leider nicht mehr wo. Deswegen würde ich jetzt mal einfach den leichten Weg machen und nur... Aber ich will gucken, was da oben eigentlich jetzt steht. Ach, Gildengründung. Achso. Wurde ich in eine Gilde eingeladen? Wir müssen mal gucken. Haben wir irgendwie was geschrieben? Nö. Wir können mal gucken. Meine Freundesliste sehe ich da auch schon, wer mich ja jetzt mittlerweile so alles hinzugefügt hat. Aktivitäten, Gesellschaft. So. Gruppensuche, Freunde. Oh, mich haben ja schon einige hier als Freunde hinzugefügt. Nicht schlecht. Also, hallo alle Leute, die mich jetzt hier als Freundin hinzugefügt haben. Ich habe euch ganz, ganz doll lieb und jetzt seid ihr auch kurz im Let's Play zu sehen gewesen. Ja, also ihr dürft mich dann auch gerne anschreiben, wenn ihr Bock habt. Außer natürlich, ihr wollt rumspammen, dann wandert ihr ganz, ganz schnell wieder auf meiner Blogliste. So, jetzt geht's ja aber erstmal zurück, denn hier konnte ich ja... Ich weiß nicht, es gab hier noch einen Ort, wo man Fähigkeiten lernen konnte. So... Ansonsten, was steht da jetzt? Boah, naja, gut. Egal. Ja, ansonsten gehe ich einfach zu dem zurück, wo ich mir auch das erste Mal die Fähigkeiten hergeholt habe. Ist zwar ein etwas doofer Weg, aber was soll's, was soll's, was soll's. So, ich bin auch eigentlich gut ausgeruht, sehe ich gerade meine Ausdauer, das ist nicht schlecht. Über Stock und Stein, so muss es sein. Nördlicher Ausblick heißt das hier übrigens. Dieses Gebiet. So, und da hinten haben wir nämlich dann auch schon, ja, das Zelt. Das Zelt vom Held. Zeitlose Wälder. Ja. Man sieht natürlich sehr, sehr viele asiatische Einflüsse hier in diesem Spiel. Und ich glaube, ich wurde auch schon mal kritisiert, weil ich ja gesagt habe... dass das Spiel sehr asiatisch angehaucht ist. Es wurde in Korea entwickelt, also doch schon sehr weit in Japan. In Asien. Und so, sehr weit in Japan. Damit habe ich jetzt wieder richtig schön gefällt. Nein, sehr weit in Asien. Und ja, man sieht ja einfach auch diese ganzen Anime-Facetten drin. So, jetzt haben wir erstmal Pfeilsalve 2 und Nahkampf. Versetzt einem Gegner vor euch einen Hieb, drückt die Fertigkeiten-Taste zweimal, um einen zweiten Angriff auszulösen, der den Gegner möglicherweise betäubt. Aha, nehmen wir also mal mit hier. So, nach und dann noch der Nahkampf. Erlernen. Sehr schön. Das heißt, ich kann jetzt nicht nur lustige Pfeile schießen, ich kann jetzt hier auch noch Nahkampf-Action starten. Können wir dann mal hier hinlegen und meine lähmende Falle, die hauen wir dann dahin und die Bomben lassen wir erstmal außen vor. So, an dir testen wir jetzt einfach mal den Nahkampf aus. So. Boah, hier. Boah, hier. Was ich hier für Hiebe raushaue hier, ne? Und Knockout. Boah. Sehr schön. Boah, der lebt ja noch. Jetzt nicht mehr. So, jetzt Sonnenessenz fallen. So. Gut. Dann würde ich mal sagen, gehen wir jetzt zurück. Da können wir uns dann auch gleich schön teleportieren lassen. Ich würde mir mal noch die Rolle für sicherer Ort noch einmal aufheben,
weil wer weiß, ob ich die nicht später nochmal gebrauche. Und wenn ich die dann jetzt einfach so, ja, verbrauche, dann ist sie weg. Und das ist ja auch nicht unbedingt so toll. Jo. Trollolololololololol. Schalalalala. Bald bin ich da. Auch wenn ihr es mir nicht glaubt. Und es mir die Zeit raubt. So, meine wunderbar tollen Reimkünste. Einfach manchmal würde ich mich hier auch hinlegen, mein Picknickkorb hier ausbreiten, eine schöne Decke und ein leckeres Sandwich mampfen. Aber nein, ich muss hier noch die Insel erkunden und hier alles und jedem helfen. Und dann habe ich auch noch ordentlich zu tun. So, aber jetzt geht's gleich erstmal zurück mit der Quest-Sonderzustellung. Und danach geht es zu Spuren der Dunkelheit. Und dann würde ich bald sagen, machen wir auch erstmal eine kurze Pause für heute. Mein Mund wird schon wieder ganz trocken und fängt ein bisschen an zu brennen. Es kommt schon Rauch raus. Sollte ich dann gleich lieber aufhören. Aber ein bisschen Action gibt es erstmal noch. So. Sollte ich hier auch gleich beim Teleportmeister sein. Glaube ich mal zumindest. Genau, hier. Meister der Teleportation. So, Teleportation. Und zwar möchte ich jetzt zurück zu Aliens Außenposten. So, da gibt es auch einen kurzen Ladebildschirm. Den nutze ich, um einen Schluck zu trinken. Lecker, lecker, lecker. So. Ui, diesmal müssen wir ein bisschen länger warten, bis der Ladebalken hier durch ist. So, das haben wir jetzt aber auch geschafft. So, genau, da haben wir... wo muss ich hin? Genau. Ich muss nämlich zu Jahan. Sonderzustellung. 300 Erfahrungspunkte. Die Rolle gibt es auch wieder zurück. Sehr schön. Und dann muss ich jetzt ja bloß noch... ich muss mal die Quest jetzt aufmachen. Das ist ja eine der Handlungsquests, mit Spuren der Dunkelheit. Ich muss zum Yuri-Schrein. Und der ist da hinten. Das X markiert den Punkt. Und wir müssen einfach jetzt da vorne noch den kleinen Hügel hinauflaufen. Und dabei bestimmt noch viele weitere Abenteuer erleben. Auf böse Kreaturen treffen, die uns an die Gurgel wollen, um diese zu zerfetzen. So, jetzt gehen wir hier schön den Weg nach oben. Ich würde sagen, bis wir oben sind, gebe ich euch mal ein kleines Atmo-Take. Sprich, ihr könnt das Spiel jetzt einfach mal so genießen, wie es ist. Nettes Schwertchen. So, okay, der hat jetzt hier oben gerade ordentlich Bambule gemacht. Lian, so, da bist du ja. Hep. Spuren der Dunkelheit. Dieses Schwert ist sehr vertraut, aber die Energie, die es verströmt, passt ganz und gar nicht. Bringt es zu Iria und sie wird sicher den Ursprung des mysteriösen Schandflecks auf der Klinge identifizieren können. Die Zeit drängt, Yuga, beeilt euch also. Oha, die Zeit drängt, wir haben ein mysteriöses Schwert und wir müssen es analysieren lassen, liebe Leute. Ja, aber das machen wir erst in der nächsten Ausgabe. Für heute reicht's erstmal. In diesem Sinne, wie immer, könnt ihr mir in die Kommentare auf Facebook, gronk.de oder auf YouTube schreiben, wie ihr Terra so findet. Ansonsten, bis zum nächsten Mal, haut rein, gehabt euch wohl, euer Hyuga.